Interessiert Grammatik nicht, Kevin. Nutten! Ich bin ein Krogan und ich habe irgendwie einen minderwertigen Schwanz, kann das sein? Ich Also hab hier ein so, fucking Samurai-Schwert. ich will so ein. Wie nennt man das? So ein Wurmansatz? Schwanzansatz? Wurmfortsatz. Ja, irgendwie sowas. Oh, wir spielen gegen Gav. What is that? Yes! Ja. Und für Leute, die nur den ersten Teil gespielt haben, geht. Immer noch Kevin. Snippets Es interessiert niemanden. Oh, cool. Ich hab ja eben mit den lächerlichsten einfach, ich hab einen teleportierenden Samurai-Kämpfer. Ich hab einen teleportierenden Kroganer, beat that, bitch. Warum hast du einen teleportierenden Kroganer? Weil Kroganer irgendwie alles können. Das ist fett. Ja, Ja, aber. jedenfalls, wir spielen Mass Effect 3 Koop und die beiden sind ganz stolz auf die Charaktere, die sie haben. Ja, man muss doch auch zeigen, was man hat. Ich habe auch eine N7 Piranha, Kevin. Ja, und? Das ist eine sehr schöne Waffe. Ja, ist ja auch effektiv. Ja. Ja. Gut. Das ist eine sehr hochkalibrige Shotgun, würde ich mal behaupten. Was war für dein dummes Schwert? Warum? Aber das Einzige, was ich nicht kann, ist ausweichen. Ja, weil du fett bist. Ja, weil ich brauche nicht ausweichen, weil ich fett bin. Ja. Und der Olli ist schon gefallen. Und der Olli ist direkt am Boden. Olli, was ist los? Ja, ich habe irgendwie gerade meinen Angriff geschätzt. Los! Komplett tot. Ja. Ist ja auch eine Minute. Hallo, Kevin. Hast du auch schon Nova? Ich habe keinen Nova. Warum nicht? Nova ist die coolste Attacke. Das habe ich aber nicht gelevelt, weil ich, als ich gelevelt habe, nicht wusste, was ich für Attacken habe. Da habe ich die genommen, die ich aus dem Singleplayer kannte. Und das war Schockwelle und Chargen. Aber Nova gibt's da auch? Ich weiß, aber das habe ich auch im Singleplayer nicht gelevelt. Weil ich eben aus den Vorgängern nur Chargen und Schockwelle kannte und ich wusste, dass das gute Fähigkeiten sind. Oh Gott, du bist so ein rückständiger Mensch und nicht offen für neue Sachen. Ja, was? Ich level halt natürlich das, was ich nicht kenne, als letztes, weil Warum? Das eventuell scheiße ist. Okay. Also. Habt ihr mal den Gast gesehen, mit dem wir spielen? Der ist irgendwie, sieht aus, als hätte die Masern. Der ist grün und hat lila Punkte überall. Ja. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon in der dritten Runde sind. Müssen irgendwas. Es Gott, um Gottes Willen, das sind viele. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Oh mein Gott, der ist ja wirklich krank, der Gap von uns. Ja, ich sag doch, der hat die Masern oder sowas. So, Barriere an. Ne, achso, die Barriere. Blöd, Bomber! Ach, wir sind doch nett. Ja, sie sind nett, bis die Bomben auf die werfen. Oh, ist das süß. Nein! Aber wir haben ja unseren Gav-Freund, der macht die schon kaputt. Wie kommt dann dazu, dass wir jetzt einen Gav haben, der uns hilft? Ja, also ich meine, ich will ja jetzt nicht die Story spoilern. Für Leute, die das vielleicht noch nicht gespielt haben. Aber ja. Es wird erklärt, warum uns manche Geth helfen und warum uns manche Geth töten wollen. Weil ich bin tot. Dann haben sie ja ihr Ziel erreicht. Ja, ne? Ja, also ich sag einfach mal, es gibt einfach zwei Fraktionen bei den Geth. Und die einen sind lieben und die anderen sind böse. Einfach ausgedrückt. Oh. Also die einen mögen uns, die anderen nicht. Wer ist wir? Naja, wir, das sind organische Lebewesen. Ist der Olli ein organisches Lebewesen? Der Olli ist ein. Was ist, Olli, was bist du überhaupt? Ein Drell? Ein Seven Slayer. Keine Ahnung, was ich bin. Ja, es sieht auf jeden Fall humanoid aus, also ich würde sagen, ja. Oh Mann. Ist auf jeden Fall gut, wie wir alle Bescheid wissen. Och, ich. Olli. Ich weiß Nein! Bescheid, nur ich will euch halt. Rexvieh! Also, merke, irgendwie ist Weiter jetzt nicht so super cool. Scheiße! Meine Waffe ist kaputt. Kaputt? Ja, keine Munition mehr, das ist doch scheiße. Och, Mann, Leute. Drecks-Shotgun, warum hat die nur so wenig Schuss? Und wo ist der überhaupt denn dieses nächste Waffenlager? Och, Munition! Also, ich bin nur am Beschweren bis jetzt, ey. Ich brauch mal was. Meine Waffe ist leer, wo ist überhaupt Munition?
Ja, hallo, wenn hier hat gefälligst Munition rumzuliegen. Warum kämpfen wir überhaupt? Das hast du gefragt. Warum liegst du überhaupt schon wieder am Boden? Weil die auch nicht geschossen haben. Das ist ganz einfach zu beantworten. Ach, ich bin gerade im Kampfrausch, deswegen habe ich so ein komisches Visier. Siehst du alles rot? Nee, aber es ist so alles so blurrig. Das ist ein bloody screen, der so real ist. Nein, das war einfach nur blurry. Ach, da schaue ich ein bisschen unserem... Krebsfarben. Ja, nee, unserem mit Masern besehnten... Rar. Oh, kannst du Kopfnüsse verteilen, das ist ja geil. Ich kann auch den Olli Bitch slappen. Olli, komm mal her. Komm her. Komm her. Och, Olli. Olli, du bist nicht sehr, sagen wir mal, widerstandsfähig. Ich hab ne Glasscan, glaube ich. Du bist ziemlich ne Glasscan und ich bin irgendwie in 5 Gaff reingelaufen. Oh, was ist denn das? Warum sind denn das so viele? Ja, ich kann, muss nachladen, Mann. Oh! Das darf doch nicht wahr sein. Ey, dann hast du das irgendwie auf Gold eingestellt? Nein, das ist immer noch Silber, aber gut, dann muss ich mich halt. Ja, weil du eine Nutte bist, wie immer. Ja. Immer noch. Du bist der Einzige, der sich hier anscheinend bezahlen lässt. Das Sex. Das hatten wir das letzte Mal schon. Wo ist überhaupt meine? Die Olli ist ja auch schon tot. Ja. Der Olli ist immer tot. Scheiße. Ollis Charakter ist eigentlich ziemlich gut, der benutzt nur Scheiße. Könnte auch sein. Du hast doch diesen. Hast du nicht diesen. Bist du der Elektro oder der Psychotyp? Wie meinst du? Ja, das gibt von den Slayer Elektro und Psychotyp. Kein? Es gibt einmal die mit dem Schwert, die. So eine Elektrowelle werfen können und es gibt einmal die, die so eine Psychowelle werfen können. Keine Ahnung. Gut, wenn du den Skill nicht hast, dann bist du nutzlos. Nein, ich hab ein Ding, wo ich da so Faxen mache und dann... Ich lebe wieder! So Wellen verwirfst, ja. Und das musst du die ganze Zeit durch Wände machen. Durch Wände, okay. Ja, zum Beispiel so, so durch die Deckung hier, so zack, zurück durch die Wand und dann... Ja. Oh nein, ein salarianisches SCG-Team wurde abgeschossen. Ja. Du musst auch eigentlich so gesagt gar keine Waffen oder so besitzen, sondern einfach die ganze Zeit nur deinen Scheiß spammen. So, okay. Oh, scheiß drauf. Oh, kommt her, ihr Schweine, ich mach euch kaputt. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt. Oh, da sollte ich doch nicht reinrennen. Sag mal, hackt das eigentlich schneller, wenn mehr Leute in diesem Kreis stehen? Ja, aber der Olli ist das egal. Wollte ich nur wissen. Da, stirbt Gav! Also man sieht ja, man muss ja einfach immer wieder verschiedene Missionsziele erreichen. Eben hacke ein Terminal, dann muss man sich halt im Kreis aufstellen, begleite eine Drohne oder einfach nur töte alles, was hier rumläuft. Das ist jetzt nicht irgendwie die Erfindung des Rades, aber es macht Spaß. Es ist mal witzig zwischendurch. Und ich hätte auch nicht gedacht, also als sie angefangen haben, also als sie angekündigt haben, besser wie gerade bekommt ein Koop oder bekommt ein Multiplayer-Part, habe ich ja erst gedacht, wirklich, muss das sein? Funktioniert das überhaupt? Aber ich muss sagen, ich war dann doch positiv überrascht. Also ich finde, es macht Spaß und es funktioniert auch eigentlich ganz gut. Man sieht mal einfach das, wie soll ich sagen, das Geballere quasi aus dem Singleplayer einfach als Multiplayer gemacht. Das funktioniert erstaunlich gut. Und ich bin schon wieder fast tot, was soll denn das? Weil ja Leute Mass Effect über das Kampfsystem spielen. Eieiei. Was? Weil ja Leute so sehr das Mass Effect-Universum wegen dem Kampfsystem lieben. Ja, also ich meine, findest du das jetzt schlecht oder was? Ich find's nicht gut, nein. Okay. Also ich finde das Mass Effect jetzt nicht so berauschend. Ja, also ich meine, es ist nicht das Beste auf der Welt, aber mir macht das Spaß. Third-Person-Shooter, also weiß nicht. Ist doch okay. Ja, aber es ist, wie gesagt, ich würde es nicht deswegen spielen.
Ja, okay, das habe ich jetzt ja auch nicht gesagt. Ich meine nur so, das Ganze an sich wie gefällt und dann haben sie halt gesagt, gut, machen wir daraus einen Multiplayer. Und das war ich halt einfach. Weil Kevin Costner das Spiel gefällt, vom Kampfsystem machen wir den Multiplayer, nur für den. Ja, natürlich. Genau deswegen haben sie es gemacht. Nee, ja. Ich meine einfach nur, ich habe halt war skeptisch am Anfang. Ich habe gedacht, okay, meine Befürchtung war halt, okay, wenn die jetzt die Multiplayer entwickeln, machen die dafür dann gewisse Sachen nicht im Singleplayer, weil sie dann sagen, nee, da fehlt uns dann Zeit und Geld oder sowas dafür. Aber gut, vielleicht ist das Budget dann ins Ende geflossen, oder das, beziehungsweise das Budget ist nicht ins Ende geflossen. Aber das ist ein anderes Fass, will ich jetzt gar nicht jetzt aufmachen. Warum nicht? Also ich finde, das ist wichtig, darüber kann man reden. Naja, gut. Oder, ja. Also, dann ist das jetzt schon meine erste Verschwörungstheorie. Wegen dem Multiplayer hatte BioWare nicht genug Zeit und Geld, um ein anständiges Ende zu machen für dieses Spiel, wie es das eigentlich verdient hätte und wie es eigentlich. Also. In welchem Sinne anständig? Findest du, es sollte ein Happy End sein oder was? Was heißt Happy End? Guck mal. Okay, ich fange vielleicht mal an, was gefällt mir, was hat mir denn am ursprünglichen Ende nicht gefallen? So. Mein Problem war einfach, dass es rein gar nichts erklärt hat, dass sie sich eine beschissene Erklärung aus dem Arsch gezogen haben, wie das so, also quasi, okay, hey, wir haben hier so ultra starke Gegner aufgebaut und ich finde, die hätten es in ein Mysterium lassen können, wo die herkommen und was die sollen, weißt du, aber und nicht einfach so irgendwie, hey, übrigens, hier ist Gott oder sowas, der war übrigens schon die ganze Zeit da, der hat sich ja bisher nur nie gezeigt und ja, der ist übrigens für alles verantwortlich. Und die Erklärung, warum der diese Reaper erschaffen hat, ja, organisches und mechanisches Wesen kann nicht nebeneinander existieren. 2 Stunden vorher habe ich dafür gesorgt, dass die Geth und die Variane ihren 400 Jahre dauernden Krieg beendet haben. Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit, was der labert. Verstehst? Und das hat mich richtig angepisst. Und dann war das Schlimmste noch, dass das einfach aus war und die ganzen Charaktere, die ganzen Leute von der Crew und die ganzen Völker, man wusste nicht, was mit denen war. Die waren einfach so, ja, übrigens, es sieht aus. Und dann, wie jetzt? Das war's jetzt? Entschuldigung, wir wissen, was mit den Leuten passiert ist, die ich jetzt irgendwie 3 Spiele lang getötet oder am Leben gelassen habe, je nachdem. Ne? Das hat mich einfach gekackt. Und das, deswegen sage ich, das war ein scheiß Ende. Das erste. Das jetzige. Ja. Aber das ist ja. Was ist denn so. Wie habt ihr das denn so erlebt? Naja, ich fand's. Ich fand's in dem Sinne schlimm, dass sie vorher so angekündigt haben, ja, es wird niemals andere Enden geben wie zuvor und sowas. Ja. Ja, sie haben irgendwie, es gibt mehrere Möglichkeiten, bla bla bla. 3. Ja. Und die sich minimal unterscheiden. Ja, das ist halt. Ich find 3 ist von mir aus eine anständige Anzahl, 3 verschiedene Enden. Man, warum nicht? Aber dann sollen es halt auch 3 bitte grün verschiedene Enden sein, ja? Und nicht einfach nur blaue Explosion oder grüne Explosion, ne? Oder rote. Das ist halt auch ein Witz. Ne? Ich bin Commander Shepard. Und das ist mein Lieblingsladen auf der Citadel. Ja. Also ich fand's auch jetzt. Ich fand, bei den ersten Teilen hattest du so doch schon mal signifikantere Enden gehabt, beim dritten einfach nur so, ja, blau. Ja, ne? Der erste Teil hatte echt ein bedeutsameres, abschließenderes Ende als der dritte Teil. Das finde ich irgendwie traurig. Weil beim ersten Teil, da war so, okay, da kommt jetzt noch was, aber alle Storyfäden, die wir angefangen haben, die sind fertig. Außer natürlich dieser eine große, okay, übrigens, die Reaper kommen, ne? abgesehen von dem haben wir ja alles, was du da angefangen hast, eigentlich abgeschlossen. Auch charaktermäßig, weißt? Da war so, okay, ist ein guter erster Teil, ist ein guter Einstieg. So. Wie der erste Teil von der Filmtrilogie, ne? So, die Story des Films ist fertig, aber es lässt noch genug Raum für weitere Teile. So, jetzt ist mal das Setting quasi erklären. Und der dritte Teil, der muss halt eigentlich so das dicke, fette Finale sein. Und ganz ehrlich, bis so, also ich sag mal, bis zum Sturm auf die, scheiße, wer ist das Ding? Citadel. Ja. Nee, nicht die Citadel, sondern, Design Reaper Sovereign, oder? Nein. Nee, nicht Sovereign war ja der aus dem ersten Teil, ihr wisst, welchen ich meine. Nein. Nee. Auf der Erde, wenn man auf diesen letzten Reaper zustürmt. Nein. Wisst ihr nicht, was ich meine? Alter, willst mich verarschen? Am Ende von Mass Effect 3. Rennt man auf den Reaper zu, auf der Erde? Nein. Doch. Nein. Alter, willst du mich gerade verarschen? Nein. In London. Ja. Ja, was ist da denn
bevor man auf die Citadel geht, rennt man doch auf was zu. Oder? Ja, auf einen Teleporter. Ja, aber da steht. Ja, aber da steht doch Reaper drüber. Ja, aber der kommt ja später. Nein! Ah, da ist der Dicko wieder am Flugscheiße. Was, der kommt überhaupt nicht erst später, der schießt doch auf alles, was da hinrennt. Ja, während du drauf zuläufst. Was? Während du drauf zuläufst. Ja, sag ich doch, man rennt doch auf ihn zu! Ja, wenn ich von Anfang an. Man rennt auf den Teleporter. Oh. Okay, nee, ich hab jetzt keine Lust mehr. Also. In Smash kann man anscheinend keine Diskussion führen. Ach, warum? Weil du dich jetzt damit meinst, abgibst, du bist, was du recht hast. Ey, was? Es geht doch, darum geht's doch gar nicht. Ich sag nur, die rennen auf den Reaper zu. Nö, machen die nicht. Ja, wenn man auf den Reaper zu rennt. Natürlich, man rennt auf diesen gottverdammten Reaper zu. Ist doch völlig egal, ob darunter ein Top-Portal ist oder nicht. Man rennt auf ihn zu. Und bis zu diesem Punkt fand ich's gut. Weil bis dahin war es so das Ding, okay, das ist jetzt so diese finale Endstadt. Und ab da war es dann irgendwie abgefuckt. Verstehst du? Dann war es dann so irgendwie, hä? Da war es einfach komisch, das Ende. Danach warst du auf Ex-Machina. Ja. Ja, danach war es, hey, übrigens, wir haben hier die Erklärung für alles. Gott! Oder wer auch immer das war. Das hätten sie so, hier ist die Bibel, da steht alles drin. das wäre wenigstens noch witzig gewesen. Aber das haben die halt ernst gemeint, das war das Schlimme daran. Naja. Jetzt haben sie ja immerhin den Director's Cut noch gemacht, was sie ja schon mal. Ist ja immerhin etwas. Ja. Wow. Aber die vier Stadtbilder in Bund. Naja. Ja, aber weißt, ich finde, das ist wenigstens so besser als gar nichts, weil da wird wenigstens so ein bisschen drauf eingegangen, hey, was ist eigentlich mit den ganzen Leuten und den ganzen Völkern, die deren Schicksal du da beeinflusst hast in der Galaxis. Ich muss eigentlich so stehen. Lebt, 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 ja. Lebt. Ohne Scheiß, selbst das ist besser als gar nichts. Finde ich. Selbst das ist besser als das, was am Anfang hat, nämlich einfach mal nichts. Ein feuchtes Nichts. Besser als ein Trocken. Ja. Ich weiß noch, dass irgendwie F-Night Shyamalan drin involviert. Ja, genau. Ich glaube, schon so einiges erklärt. Ja, der war dann der Co-Writer von der Geschichte. Ja. Der hat einfach den Schluss geschrieben. Der hat gesagt, ey, wir haben hier ein super Ende, weil wir sind BioWare, wir können das, aber hey, M. Night Shyamalan Ding-Dong, wir haben hier, wie wärst du, liest da mal drüber, machst ein paar Änderungen, hat er gesagt, yeah, das mach ich für euch. Änderungen! Und dann hat er hier ein paar Änderungen, dann haben die gesagt, hey, das ist gut, machen wir das. Nicht. Und dann war, hey, scheiße, die Community flamed uns. Also es ist ein gutes Ende. Yay. Oh, lass uns Mann. Einen vierten Teil machen. Na ja, gut, das Mass Effect-Universum haben sie ja schon gesagt, das ist noch nicht fertig. Also da wollen sie noch Sachen machen. Nur halt die Story mit Commander Shepard ist halt fertig. Ja. Was auch keinen Sinn ergibt, denn es gibt ein Ende, wo er am Ende noch lebt, beziehungsweise bewegen. Ja, ich weiß, das war das Ende, was ich persönlich hatte. Ja. Aber. Ich fand ja diese Indoktrinationstheorie so geil. Ja! Scheiß, wenn die das gemacht hätte, das fand ich auch das beste Ende. Ohne Scheiß! Das war so gut einfach, dass ich da wirklich immer die Mühe gemacht habe, einfach gesagt, hey, guck mal, da und da sind überall Hinweise. Und ohne Scheiß, ich habe zwischendurch wirklich gedacht, dass das kann sein, weil das ist zu. Es wäre zu viel Zufall, als dass das jetzt nicht. Also, sollen wir kurz erklären, jemand, der das wenn vielleicht. Wenn du noch nicht das in 50 Sekunden schaffst. Naja, also sagen wir mal, ganz kurz gesagt, die Indoktrinationstheorie besagt halt einfach, dass Shepard von den Reapern indoktriniert wird über die drei Teile hinweg. Und alles, was im dritten Teil passiert, also seine Albträume und dieses Gottkind, das sind alles nur Darstellungen in seinem Kopf. Das geht alles gar nicht wirklich. Und das ist alles nur eben aufgrund dieser Indoktrination, verdammt, passiert. Ne? Und es gibt halt eben, da müsste man auf YouTube einfach die Indoctrination Theory und da hat jemand wirklich alle möglichen Hinweise, die das ganze Spiel über verteilt sind, aufgezeigt und gezeigt, hey, hier, der wurde indoktriniert und deswegen gibt das Ende auch Sinn, weil das quasi drei verschiedene Wege sind, die ihm die Reaper quasi darstellen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant und da hätte das Ende Sinn gemacht, da wäre das Ende wirklich gut gewesen. Aber dann mit dem Director's Cut hat BioWare offiziell gesagt, nee, das war so nicht gemeint, das wäre zu tief gehend. Ja. Too deep, Leute, too deep. Naja. Player can't handle the shit. Ja, wäre schön gewesen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir schon mal die erste Runde mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen und
die Galaxie 4% breiter gemacht auf irgendwas. Mir waren es 5%. Bei mir waren es auch 5. Oh mein Gott. Olli, wieso hast du doppelt so viele Punkte wie Kevin? Kevin, wie scheiße bist du? Ich hab mehr Leute gekillt, Mann. Ich hatte nur diese scheiß Shotgun. Die hat 6 Schuss. Ich hab gegen Ende herausgefunden, wie mein Charakter funktioniert. Oh Gott. Gut. Ja. Tschüss. Immer noch gegen das Intro. Ja. Nein. Doch.